Herzlich willkommen zu diesem Video. Wie verdienst du mit Amazon KDP Geld? Eine kleine Geschichte dazu. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie ich darauf gekommen bin, aber es gibt halt die Möglichkeit, Taschenbücher produzieren zu lassen oder selbst zu produzieren und diese Tada! dann bei Amazon KDP hochzuladen. Und dann stehen die bei Amazon drin und können quasi verkauft werden. Genau. Und ich verdiene, muss ich jetzt lügen, wir gucken uns das Ganze gleich auf meinen Laptop an, im Schnitt 400 Euro komplett passiv jetzt, weil ich mich darum gar nicht mehr kümmere. Ja. Ich habe mir dazu zwei Kurse gekauft. Und Tada! bei dem einen bin jetzt auch ein gratis Online-Training. Beim anderen weiß ich jetzt gar nicht so genau. Hier unter dem Video in den Links steht alles da. Einfach anklicken, kostenlos angucken. Und ja, wir kommen jetzt quasi zu den Beweisen. Ich zeige euch jetzt live an meinem Laptop, dass ich denn hier nicht lüge, sondern wirklich 300 bis 400 Euro pro Monat verdiene, obwohl ich gar nichts mehr mache. So, und schon sind wir auf meinem Laptop bei kdb.amazon.com und klicke hier auf Anmelden und melde mich einfach einmal an. So, einmal angemeldet. So sieht das Ganze aus, sobald man angemeldet ist, also sobald man sich hier mal angemeldet hat, dann gehe ich hier mal auf Berichte. Da kann ich sehen, wie groß denn mein Verdienst ist quasi. Das habe ich ja hier noch nie gesehen. Versendete bezahlte Taschenbuchexemplare Vertrieb 1. Also ihr seht, ich war lange nicht mehr hier. Ich muss mal kurz gucken. Und zwar gehen wir mal auf Elta. Genau, seit Februar 2018 mache ich das schon. Seit letztem Jahr habe ich irgendwann einfach aufgehört. Ihr könnt sehen, hier bei dem blauen habe ich noch ein paar kostenlose verkauft, einfach mal. Das ist eine Arbeit von 5 Minuten. Ja, hier unten steht der bisherige Verdienst. Dann Team US-Dollar. Hier die 22 US-Dollar. Nach Great Britain. Hier eigentlich ist nur das interessant. 15.744 Euro bisher verdient. Hier seht ihr die Zahlungen. Also tatsächlich schon ausbezahlt. Also am 29. April 544 Euro. Am März 573. Hier das ist natürlich am besten. Im Februar die 1240. Die habe ich natürlich zu Weihnachten verdient. Ist ja verständlich. Also im Schnitt, ich habe vorhin, glaube ich, gesagt 300 bis 400 Euro. Also ist so ja ein bisschen mehr, ne? Am Anfang ist es natürlich immer ein bisschen weniger. Hier, das hat also ein bisschen, hat schon ein bisschen gedauert, bis es dann ein bisschen mehr wurde. Aber also ich mache keinen Finger krumm und bekomme hier im Schnitt schlecht gerechnet im Schnitt 400 Euro im Monat passiv. Also eigentlich sind es ja 500 oder mehr. Mehr sogar. Naja, ein paar Tipps möchte ich euch dazu noch geben. Und zwar, mit den Taschenbüchern wird Geld verdient, ja. Also wenn ihr ein E-Book hochladet, dann macht auch gleich dazu ein Taschenbuch. Denn mit den Taschenbüchern verdient man mehr Geld als mit den E-Books. Weil man einfach, die Leute mögen halt mehr Taschenbücher, das, und man kann auch einfach mehr Geld verlangen dafür. Zweiter Tipp wäre, hört auf, irgendwie Amazon betrügen zu wollen, indem ihr Reseller-E-Books hier hochladet. Es macht einfach keinen Sinn. Ich habe es selber noch nicht versucht, weil es mir einfach zu heiß ist. In dem Sinne bin ich dann halt ein Schisser. Und der dritte Tipp ist,
wahrscheinlich sogar der wichtigste, Durchhaltevermögen und Fokus. Haltet einfach durch. Wenn ihr mal hinfallt, dann steht da wieder auf und macht weiter. Ich habe auch ganz viele E-Books, die laufen einfach gar nicht. Da läuft einfach nichts. Ihr habt ja gesehen, diese Great Britain und Amerika, wo war das? Hier unten. Hier, ich habe auch Bücher, die hier in Deutschland gut liefen, habe ich einfach übersetzen lassen und habe gedacht, das ist halt eine gute Idee. Und ihr könnt ja hier sehen. Das sind 20 Euro, wenn überhaupt. In der ganzen Zeit, das ist der ganze Zeitraum hier, 20 Euro. Ja, also, das war eine totale Fehlinvestition. Aber dafür habe ich halt auch Bücher, die laufen richtig gut. Okay? Also Durchhaltevermögen. Bleibt einfach dran. Ja, wie ihr gesehen habt, wirklich passive Einnahmen. Ich mache gar nichts mehr. Die Umsätze oder Gewinne im Dezember, die sind natürlich genial, aber es liegt auch quasi am Weihnachtsgeschäft. Also ich habe da nicht irgendeinen besonderen Trick angewandt, sondern wirklich ist nur das Weihnachtsgeschäft. Und ja, also Leute, wenn ihr euch ein passives Einkommen aufbauen wollt, dann hier unter dem Video auf die Links klicken und bitte macht da nicht nur eine Woche dran oder einen Monat. Ihr habt gesehen, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ist jetzt nicht ewig, sind jetzt keine Ewigkeiten, aber bitte bleibt dran und sagt nicht beim ersten Problem, dass es nicht klappt und dass ich lüge. Das ist Quatsch. Einfach dranbleiben und machen. Und wenn man auf die Fresse fällt, dann steht man wieder auf und macht weiter. Halt klar. Ja, jetzt kommen wir wieder dazu. Leute, bitte. Ich flehe euch an. Abonniert den Kanal.